Ja, hier ist er wieder, euer Polkat. Ich bin hier auf der Karte Stalingrad unterwegs. Das Ganze hier ist ein Standardgefecht. Jede Seite besitzt eine Arti und ich fahre den amerikanischen Panzerjäger, sprich Tank Destroyer T-30. Ja, der T-30 ist ein Tier 9er TD und im Grunde genommen ist er baugleich mit dem Premium-Panzer T-34. Der Unterschied besteht in der Kanone. Der T-30 als Kanonenjäger hat ein größeres Geschütz. Also wer ein T-30 spielt und sagt, mit dem kommt er gut klar, kann sich auch wirklich überlegen, sich den T-34 Ben als Premium zu holen. Weil die spielen sich fast gleich, außer das Kaliber und damit die verbundene Nachladezeit, Einzielzeit, die beim T-34 aufgrund des kleineren Kalibers doch etwas anders ist als hier beim T-30. Ja, der T-30 in der Stadt, kann das gut gehen? Ja, sicher kann das gut gehen. Es gibt hier viele Schutthaufen, Ruinen und sonstige Sachen, wo man seine butterweiche Wanne verstecken kann. Jetzt überwachen wir hier einen Klassiker mal und, naja, müssen wir uns mal ein bisschen sortieren, bis wir uns hier finden, wir zwei. Ist nicht schlimm, kann ja alles vorkommen. Ja, die Panzerwanne des T-30 ist butterweich, aber die Frontseite seines Turmes ist dafür echt dick gepanzert und auch bauartbedingt so, dass da sehr viel dran abprallt, außer ihr trefft oben seine Kommandantenluke, die ein Schwachpunkt ist frontal. Tja, da kommt keine Kundschaft, also trotteln oder trödeln wir dem Team mal ein bisschen hinterher und gucken, ob wir aus der zweiten Reihe ordentlich die Gegner bearbeiten können. Also wenn ihr einen T-34 oder einen T-30 seht, schießt ihm immer frontal auf seine Panzerwanne. Butterweiches Ding, kann nicht schief gehen. Nicht unbedingt auf seinen Turm oben schießen. Und wenn ihr selber einfahrt, dann versucht immer, die Panzerwanne so ein bisschen zu verstecken. Das geht hier sogar auf Stadtmaps, ne? Ihr seht da einen dicken, fetten Schutthaufen. Wird schon irgendwie klappen, das Verstecken. Und möglichst den Turm immer zum Gegner zeigen lassen, dass er euch nur frontal auf den Turm schießen kann. Und ihr seht, das Geschütz haut rein. 850 Schaden. Hat natürlich eine recht lange Nachladezeit. Und jetzt aus dem Kopf, ich glaube, es ist ein 155mm Geschütz, das Endgeschütz. Ja, treffen würde helfen. Ja, 155mm Geschütz, glaube ich, so aus dem Kopf, ist das Endgeschütz. Und von daher, ja, wenn das wo einschlägt, dann tut es Aua. Da wurde ich am Turm getroffen, da wurde der Dreck getroffen. Da habe ich den Löwen getroffen und habe ihn rausgenommen. Also ihr habt gerade gehört, gesehen, zweimal ist der Löwe am T-30 abgeprallt, jedes Mal auf dem Turm. Also von daher immer so ein bisschen dran denken. Der Turm ist eine Panzerungssau, die Panzerwanne selber ist weich wie Butter. Tja, zweimal im Cap-Kreis, 36 Sekunden. Wird knapp. Aber so über die Freifläche rollern. Über den Marktplatz da. Aber was soll's. Die Zeit wird jetzt wirklich zu knapp. Jetzt sind drei Gegner im Cap-Kreis. So viele eigene Teammitglieder sind gar nicht in der Nähe. Dann müssen wir es riskieren, einfach hier über den Marktplatz fahren. Aber der T-54 ist beschäftigt und nimmt mich als Bedrohung gar nicht wahr. Glück muss der Mensch haben. Und habe ich durchs Zögern jetzt hier aber das Spiel verloren? Bin ich zu langsam? Komme ich nirgends mehr ran? Aber nein, Glück habe ich auch wieder mal. Da suche ich mir bewusst den E50 aus als Ziel. Wieso das? Ich will in diesem Gefecht
Damage, Damage, Damage machen, wie das früher Oberst Leo immer sagte. Möglichst viel Schaden mit dieser Kanone. Und das versuche ich auch. Und dabei kommt dann aus Versehen auch mal der ein oder andere Kill zusammen. Aber hier wirklich das Ziel mit mehr Strukturpunkten genommen, statt einen Kill zu machen. Weil ich wirklich hier Schaden ohne Ende fabrizieren wollte. Tja, 12 zu 11, 3308 Schadenspunkte auf meinem Konto. Und ich will Damage, Damage, Damage machen. Ja, Oberst Leo hat gerade eine Schaffenspause eingelegt, jetzt über längeren Zeitpunkt, falls ihr wieder gerne Replays mit ihm sehen möchtet und im Burgelcut. Kann ich nicht versprechen, aber wenn da mal wirklich wieder Lust hat und on kommen sollte, werde ich mal versuchen, ihn mir zu schnappen. Ja, wieder abgeprallt mit APCR am Turm. Der muss doch nur auf die Wanne schießen. Gut, jetzt hat er mich gekettet. Und ich würde sagen, bis jetzt habe ich noch keinen Kratzer und er prallt wieder ab. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Also da muss ich sagen, ihr habt es gesehen. Die Gegner sind mit APCR oder mit normaler Panzerbrechner-Munition immer abgeprallt. Wieso? Sie haben mir auf den Turm geschossen. Also wenn ihr einen T-30 oder einen T-34 als Gegner habt, nicht auf den Turm schießen, immer schön auf die Wanne. Ich hoffe, das ist jetzt klar geworden bei diesem Video. Immer auf die Wanne, weil so ein T-30, ich habe hier aktuell 4404 Damage-Punkte, ist saugefährlich. Das Geschütz haut ordentlich was raus. Gut. Eins kann ich euch schon verraten und abkürzen, an die letzte Arti hier im Gefecht komme ich nicht ran. Also kommen wir jetzt lieber gleich mal zur Auswertung. Ja, das war eine zweite Klasse, da habe ich auch noch Wirkungsfeuer bekommen und die Medaille Großkaliber. Ja, 8 Schüsse abgegeben, 7 Treffer, 7 mal auch Schaden fabriziert beim Gegner mit einem Gesamtschaden von 4404 Schadenspunkte. Auf über 300 Meter Entfernung davon waren 1348. Ich habe 5 Treffer erhalten, immer auf dem Turm. Und ihr habt ja auch im Gefecht mitgekriegt, habe ich mehrfach gesagt, da geht das nicht so einfach durch, frontal. Hart gepanzert der Junge, außer ihr trefft oben die Kommandantenluke. Und Schaden abgewehrt, 1420. Ich habe 5 Gegner beschädigt, 3 vernichtet. Schaden ermöglicht, sage und schreibe 57 Punkte, aber Verteidigungspunkte 42, das ist doch viel attraktiver als diese 57 Schadenspunkte ermöglicht. Verteidigungspunkte bringen ordentlich was auch bei der WN8. Eroberungspunkte meines Wissens glaubt gar nichts mehr, früher war das mal so, aber bei der WN8 ist heute nur noch Verteidigungspunkte, die da reinfließen. Vielleicht täusche ich mich, aber das hatte ich so im Kopf. Und ja, finanziell gesehen habe ich hier einen Reingewinn dank meines Premium-Accounts von 45.092 Creditpunkte. Ohne einen Premium-Account wären es 25.661 Credits Reingewinn gewesen. Das Ganze war ein einfaches Gefecht und so habe ich 1518 Erfahrungspunkte bekommen. Ja, T30, verdammt harter Brocken, ihr konntet es sehen. Damit möchte ich mich verabschieden. Tschüss, euer Burgelcut.